Kuckuck, ein ganz schnelles, kurzes, knappes, knackiges Video. Tag Nummer 10 vom Adventskalender. Ich lege auch sofort los. Heute packe ich mal direkt auch aus am Tag Nummer 10. Also heute ist der 10. Dezember und ich lege auch sofort los. Ich packe zuerst das Päckchen von der lieben Saskia aus. Das ist mal sehr gut eingepackt hier mit der Schnur. Oh. So. Ja, das ist gut eingepackt. So, jetzt haben wir es. Ich bin sehr gespannt, was heute drin ist. Man hört jetzt auch nichts oder so. Mein Gott, ist es gut verpackt. Naja, ihr kennt das schon, ne? Da ist mein Schatz. Ich krieg's absolut nicht auf. Unfassbar. Mama krieg's nicht auf, mein Liebling. Hm? Ah, ui, was ist das denn? Boah. Boah, was ist das denn? Ah, okay. Das sind so... So in Pocketlettergröße solche... Das sind so diese Gummidinger. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Und das ist hier aus normalem Motivpapier. So hat man halt schon sozusagen Vordrucke. Da hat sie sich aber Arbeit gemacht. Hat sie sich wahrscheinlich hier hingesetzt und ja, zurechtgeschnitten. Voll cool. Vielen Dank, liebe Saskia. Das ist einmal das. Und ich nehme hier die Kamera schon wieder auseinander. Und die Nummer 10 von der lieben Swantje. Ich muss das mal eben so machen. Das ist ja ein Gedüdel immer, weil es ist immer sehr gut verpackt. So. Dann kippen wir mal aus. Die Nummer 10. So. Schauen wir mal hier an. Ich finde es so süß, dass sie sich da hingesetzt hat und hat das extra alles nochmal eingepackt. Weil wir hatten ja keinen Kalender ausgemacht. Das war einfach so eine Überraschung von ihr. Ui, was ist denn das? Ah, wie toll! Das ist geil! Ah, geil! Die Totenköpfe! Schaut mal, sehr, sehr geil! Die sind cool, die gefallen mir echt gut. Die hatte sie ja auch von N-Beat. Ich glaube, da hatte sie auch verschiedene Farben. Vielleicht habe ich ja noch was im Kalender. Sehr geil. Das sind hier diese Totenköpfe. Das sind Perlen. Coole Sache, wenn man mal irgendwie Resin-Teil macht, was so ein bisschen mit Totenköpfen oder so ist, ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man das irgendwie mit beipackt. Und dann habe ich hier diese schönen Perlen. Oh, ich filme mit Handylicht. Das mag ich überhaupt nicht. Ihr seht ja, das wirft Schatten. Ich hatte keinen Bock, für das kurze Video die Softbox anzuschmeißen. Das ist immer so ein bisschen nervig, ne? Ja, mit meinen Wurstfinger, die sind echt klein. Also das sind halt so pinkfarbene Halbperlen. Und die kann man natürlich auch wunderbar verwenden, ja, um Resin-Teile zu verzieren oder so, was ich allerdings selten mache. Ich mache immer so genug Glitzer und so drin. So, wisst ihr Bescheid. Das war Tag Nummer 10 und ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu Tag Nummer 11, wa? Oder vielleicht melde ich mich auch erst zu Tag 12 und packe dann beides aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao!